Wir haben gerade bei einem Kunden einen Ökoboiler RS14 montiert und in diesem kurzen Video möchte ich auf die 12 Vorteile eines Ökoboilers eingehen. Erstens, große Stromersparnisse. Du kannst mit einem Ökoboiler bis zu 70% an Stromkosten pro Jahr einsparen. Das kann in einem Schweizer Haushalt bis zu 1000 Schweizer Franken ausmachen. Zweitens, du entfeuchtest deinen Keller. Die Wärmepumpe saugt die warme Umgebungsluft an und gibt diese Wärme an das Brauchwasser im Speicher ab. Bei diesem Prozess wird die Luft abgekühlt und entfeuchtet und somit kannst du dir ein Entfeuchtungsgerät im Keller sparen. Du kannst den Boiler auch nutzen, um Wäsche zu trocknen und insgesamt ein besseres Klima in deinem Keller zu schaffen und das ohne extra Stromkosten oder teure Entfeuchtungsgeräte. Die Luft kann wahlweise auch von einem Nebenraum oder von draußen angesogen werden. Drittens, flexible stufenlose Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst die Temperatur bei einem Ökoboiler auf das Grad genau über ein LED-Display einstellen und zusätzlich hast du die Möglichkeit, verschiedene Betriebsmodi anzuwählen. Du kannst zum Beispiel das Wasser schneller aufheizen, indem du zusätzlich den Elektroheizeinsatz einstellst oder du kannst den Ökoboiler auch programmieren, sodass er nur in gewissen Zeitfenstern läuft. Viertens, PV-Kompatibilität. Das Gerät kann wahlweise über einen Solarmanager angesteuert werden und somit hast du die Möglichkeit, deinen eigens produzierten Strom optimal zu nutzen und den Überschuss in Form von warmem Wasser zu speichern. Fünftens, ein Speicher aus Edelstahl. Bei den Ökoboilern sehr einzigartig ist der Speicher, der aus Edelstahl besteht. Wahlweise gibt es den Speicher in der Ausführung V2A Edelstahl oder V4A Edelstahl. Die Variante V4A Edelstahl ist etwas hochwertiger und wird vor allem da verwendet, wo das Wasser noch behandelt wird, zum Beispiel mit einer Entkalkungsanlage. Edelstahl ist extrem korrosionsbeständig und hygienisch und da hebt sich die Marke Ökoboiler definitiv von der Konkurrenz ab. Sechstens, modernes Design. Die Ökoboiler haben ein sehr modernes, elegantes Design und lassen sich somit überall einbauen und sind sogar noch ein optischer Hingucker. Siebtens, intuitiv zu bedienendes LED-Display. Das LED-Display der Ökoboiler ist sehr großzügig gestaltet und ist intuitiv zu bedienen. So kann auch der Endverbraucher einfach mit ein paar Knopfdrücken die Einstellungen ändern, die Temperatur anpassen und auch den Betriebsmodus wählen. Die Software wurde übrigens in der Schweiz entwickelt. Achtens, hochwertige Bauteile. Ökoboiler setzt auf sehr hochwertige Bauteile und spart nicht beim Preis bei den integrierten Komponenten. Somit wird sichergestellt, dass das Produkt langlebig ist und zuverlässig funktioniert. Neuntens, kleine dynamische Firma mit Sitz in der Schweiz. Die Firma Ökoboiler hat ein kleines dynamisches Team, das man jederzeit erreicht, mit einem Lager in der Schweiz, das alle Ersatzteile führt. Somit kann man bei einem Servicefall sehr schnell reagieren, die nötigen Ersatzteile organisieren und mögliche Störungen sofort beheben. Das Team ist auch sehr hilfsbereit und wenn man Fragen hat, werden diese sofort beantwortet. Zehntens, einfach zu transportieren. Die Ökoboiler haben 4 Haltegriffe im Außenmantel integriert. Und somit ist es für uns Monteure sehr einfach, das Gerät zu packen und zu montieren und auch an schwierigen Stellen mit dem Boiler vorbeizukommen. Man kann den Boiler super greifen und ihn so sehr einfach aufrecht transportieren, auch wenn man mal keinen Sackkarren oder Wagen benutzen kann, weil einfach alles zu eng ist. Elftens, der Boiler ist extrem gut zugänglich für Servicearbeiten. Diese komplette Abdeckung hier oben kann man entfernen, um an das Wärmepumpenaggregat ranzukommen und man kann so alle nötigen Ersatzteile einfach austauschen, das ganze Innenleben problemlos reinigen und hier hinter diesem LED-Display befindet sich der Serviceflansch, der auch genug groß ist, um mit einer Hand und einem Wassersauger reinzupacken und alles von innen komplett zu reinigen. Das macht es für uns Monteure natürlich sehr einfach, einen Service auszuführen und ist auch einen Vorteil für den Endverbraucher, weil das Gerät so immer einwandfrei gewartet werden kann. Zwölftens,
Ökoboiler hat an verschiedenen Orten diverse Servicepartner, die bei Störungen sofort reagieren und Mängel beheben können. Somit ist man mit diesen Produkten auf der sicheren Seite und kann sich lange Zeit daran erfreuen. Für weitere Infos schau noch unten in die Videobeschreibung und wenn du noch Fragen hast zu den Produkten, schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare. Etwas habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. Die Ökoboiler haben extrem gute COP-Werte und ein nachhaltiges Kältemittel. Der COP-Wert bei fast allen Geräten bewegt sich über 5 und als Kältemittel ist R32 im Einsatz.